Das Grauen liegt in dir selbst. Jawohl, Leute. Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play-Projekt. Jawohl, Leute. Parasite Eve 1. Es ist soweit, Leute. Ja, ich bin so gespannt auf diesen Titel. Also, ich habe den zweiten Teil ja schon gespielt als Let's Play. Könnt ihr auch nachschauen, wenn ihr wollt. Habe ich alles als Playlist organisiert. Und ja, wie wir im Intro schon gesehen haben, das war ein ziemlich geiles Intro. Und ja, wie wir im Intro schon gesehen haben, es geht nach wie vor um Aya Breyer aus dem zweiten Teil. Und es geht um Mitochondrienmonster. Allerdings spielt dieses ganze Spiel vor dem zweiten Teil. Das heißt, bevor Aya Breyer zum nicht MIPD, da war sie hier. Bevor sie zum FBI gegangen ist, zur MITF, hat das hier stattgefunden. Ganz genau, Leute. Und ja, hier ist es nun, wie versprochen, ein Samstagsprojekt erstmal. A45 Minuten. Und ja, wie ihr seht, es ist von Squaresoft gewesen. Und ja, das kann doch nur gut werden, Leute. Wirklich, es ist hier mehr im Rollenspielbereich tatsächlich. Also viel mehr mit Zauber und ja, rundenbasiert. Vor allem das Kampfsystem ist rundenbasiert. Verdammt interessant. Aber ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal ein neues Spiel. Los geht's, Leute. Genießt die allererste Cutscene. Ganz genau, Leute. Und ihr habt gesehen, die Freiheitsstatue hat geweint und es ist im Jahre 1997. Ihr erinnert euch an den zweiten Teil. So, los geht's, Leute. Wir haben da unsere Hauptdarstellerin, nach wie vor Aya Breyer. Sieht hier ein bisschen anders aus, klar, sieht ein bisschen alt aus, aber noch eine Sache zu diesem Spiel. Das gab's leider nur auf Englisch. Das heißt, ja, ich werde es auf Englisch vorlesen und danach aber übersetzen, was da so geredet wird, für alle, die es nicht verstehen. Aber ich glaube, ihr versteht Englisch. Ich werde es einfach vorlesen und ja, hoffe mal, dass ihr da folgen könnt. Genau, Leute. Dieser Mann da links sagt, what's wrong? You're the one who wanted to come with the opera. Es geht also in die Oper, Leute. Alles klar. Das ist unsere Hauptdarstellerin. Name Aya Breyer. Das Alter ist 25 und sie ist im ersten Teil NYPD Officer. Also sie war früher NYPD Officer. Hier können wir ja einen Namen geben, Leute. Aber ich würde sagen, sie heißt Aya. Wir belassen sie bei Aya. Es ist einfach, als ob ich da jetzt Sebi reinschreibe. Nein, das nimmt der Story doch den ganzen Sinn. I don't know, you're right, I'll try to have more fun. Sie ist also nachdenklich. Sie versucht, ein bisschen Spaß zu haben. Ja, das ist klar. Aren't you glad you decided to go out with me? Bist du nicht froh, dass du hier bist mit mir? I even had my dad get the best seats for us tonight. Die haben die besten Sitze, okay? So lighten up. We're gonna have a great time. You'll see. Ja, der Typ, der ist sehr zuversichtlich, dass uns das gefällt hier. Und ja, wir sind in unserem ersten Gebiet. Die Steuerung ist ein bisschen anders. Die ist nicht mehr so, ja, sagen wir es mal so, also es ist fast Steuerkreuz, ja. Wenn ich nach rechts drücke, läuft sie nach rechts. Ja, das ist alles ein bisschen
Ist anders, aber gut. So, was habt ihr denn noch hier zu sagen? Enjoy the show. Ja, genießt die Show. Hm? Das machen wir allerdings. Gucken wir erstmal ins... Wo ist es denn? Ich würde gerne ins Menü reingucken. Moment. Da! Da ist das Menü auf Dreieck, okay. Interessant. Oh, schaut mal, da oben rechts, da haben wir so einen Zeitcounter laufen. Sehr interessant. Hier haben wir das Menü, Leute, ganz interessant gemacht. Und wir haben hier Use Item. Genau, hier haben wir unsere ganzen Items hier tatsächlich. Sehen wir, wir haben eine Medizin, einen Knüppel, wir haben eine Waffe tatsächlich, Handgun. Und wir haben eine N-Weste. Und wir haben Munition. Das heißt, das System ist ähnlich wie im zweiten Teil, nur halt mehr wirklich auf Rollenspiel gemacht, weil wir haben eine Weste, wir haben die Knarre und wir haben noch hier vor allem... Wo ist es denn? Ah, nee. Wir haben hier, seht ihr da rechts, Bonuspunkt, Offense, Defense, P-Energie, Status Recover, Active Time, Item Capacity, also viele, viele Sachen, die wir hier, ja, was soll ich sagen, manuell beeinflussen können. Das ist doch mal sehr geil. So, was haben wir hier noch? Super Preferences brauche ich nicht. Range Items... Nee, das brauche ich auch nicht so. Change Armor, hier könnten wir die Weste wechseln, wenn wir denn eine hätten. Die Waffe wechseln könnten wir jetzt den Club nehmen. Das ist der Knüppel, aber ich glaube, nee, das brauchen wir nicht. Und gut, dann würde ich sagen, haben wir das Menü uns angeguckt und dann sprechen wir noch mit diesem Typen hier. Please take your seats, the show is about to start. Also die Show geht schon los, oh mein Gott. Alles klar, wir sind also an der Carnegie Hall und gehen in ein Theaterstück. Alles klar, finde ich sau cool gemacht, wirklich. Und auch diese Hintergründe, die so vorgerendert sind, richtig cool, Leute. Ah, da ist unser Typi hier. Was redest du? Redest du mit uns oder ignorierst du uns weiter? Der ignoriert uns weiter, oder was? Nein. Let's get to our seats. They have already started the first act. Already? Oh, die haben schon angefangen. Oh mein Gott, wir sind zu spät. Ja gut, dann gehen wir mal schnell da rein hier. Los. Dann gehen wir mal da rein. Auf ein Theaterstück also. Ah ja, die haben tatsächlich schon angefangen. Okay. Father, please give me permission to marry Eva. Okay. I forbid it. You know well what will happen if you do. Those who succumb to her beauty all die in horrible ways. You don't understand. She is the one that suffered after the death. She is evil. God, grab her and burn her at the stake. Okay. Die wollen die verbrennen. Father. If you are sentencing her to death, then I ask you to take my life along with hers. Edward. Eva. Mhm. Okay. Ah. Also singen kann sie. Oh, Filmszene, genießt es.
Ja, genießt es lieber nicht. Ja, das war schon. Ah ja. Jesus, I don't wanna. Oh my God, I. Go, get out of here now. Schmeißt einfach ihren Typen raus. Ja, ihr habt gesehen. Ich glaube, ich brauch's nicht erklären, oder? Alle sind verbrannt und. Ja, verdammt interessant. Wirklich, kann ich hier raus? Ich kann hier raus, oh mein Gott. Ich kann hier tatsächlich raus. Was ist das? Was ist das denn hier? Das ist eine Leiche oder so, ne? Schaut mal da. Da liegt ein verbrannter Typ, oh mein Gott. Ich kann hier raus, das wusste ich gar nicht mehr. Hier liegt auch noch einer. Gut, da sagt's aber nichts zu. Alle verbrannt. Seht ihr das, Leute? Die Hauptdarstellerin von dem Stück, die Eve, wie sie heißt, werdet ihr gleich noch sehen. Die hat alle verbrannt. Ja, das ist einfach mal so, zack, alle verbrannt. Aber das hängt tatsächlich auch mit diesen Mitochondrien zusammen, wie sie auch Aya hat, wie wir aus dem zweiten Teil wissen. Okay, Leute. Wir haben natürlich als Einzige überlebt. Weil wir halt auch diese Mitochondrien haben. Ganz genau, Leute. Wir sind resistent gegen diese Eve. Und daher... können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Müssen wir jetzt, glaube ich, sie mal zur Rede stellen, was das denn soll hier. Ganz genau. Da ist sie doch. Mensch. Was soll das denn hier? Das gehört aber nicht zur Show. Okay. Gut. Ich glaube... Ja. Freeze, NYPD. Hm. You're the only one who seems to be fine. What? You should be awakening soon. What are you talking about? Listen, our cells are trying to communicate. They are calling out. Okay, die Zellen kommunizieren. Interessant. Gut, Leute, wir haben unseren ersten Kampf. Wir haben unseren ersten Kampf. Oh mein Gott. Wie funktioniert das jetzt hier? Moment. Nein. Stopp. Raus hier. Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Ah, war ich erstmal aus? Ich muss gerade mal erstmal nochmal die Steuerung hier ein bisschen lernen. Nein, das war das Pause. Hä? Moment. Ich muss gerade mal... Viereck X... Ah, X... Okay, X, so, wenn wir X drücken gleich, zeige ich euch gleich, lass die erst nochmal schießen. Wenn wir X drücken, Leute, seht ihr da, Bullets 12, Target 1, das heißt, wir können innerhalb dieses Radius, können wir den Gegner angreifen. Das heißt, ich kann jetzt hier zweimal drauf schießen. Würde ich sagen, mache ich das mal. Ja, bringt nichts. Genau, das bringt nichts, Leute. Und... What's happening? My body, it's getting hot. Der Körper wird also heiß, okay. Eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja. Just as I thought. Okay. What is this? What did you do to me? Oh. Oh, es geht weiter, okay. Ja, wie gesagt, also es ist immer hier so aufgebaut... Im Kampf... Ne, das war jetzt wieder das Menü. Im Kampf ist es immer ein Bereich. Und... ganz genau. Und wir müssen ausweichen und immer warten, bis dieser ATP-Balken fertig ist. Guckt oben links, wir können nichts machen. Schaut ihr? Das meine ich halt mit Runden basiert, ne? Und die Alte, die kann auch Zauber machen. Also das ist schon, ja, ein richtig geiles System. Oh, but he's communicating with each other. What? Communicating? What? What do you want? The money you use... The more you use that power, the more you will become like me. Power? What power? Who are you? Eve. Ja, das ist Eve, Leute. Die Antagonistin. Eve? I'm surprised you don't know me, Aya. You should know me well. What? Okay, Cutscene. What is this? Okay.
Okay. Krankenhausbetten? What was that? Was war das? Mhm, okay. Ja, da haut's ab. Wait! Where are you going? I'm not through with you yet. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Ja, toll. Sie ist weggerannt. Die Eve ist weggerannt. Ja, Leute, da habt ihr ja schon mal den ersten Kampf gesehen hier in dem Spiel. Ja, verdammt interessant. Also, wie gesagt, in dem Kampfscreen ist es halt immer so, ja, wir können nicht endlos agieren. Das heißt, wir müssen echt warten, bis dieser ATP-Balken voll ist. Und das ist halt dieses Rundenbasierte von allem, ne? So, jetzt sind wir wieder hier, aber hier ist, glaube ich, nichts. Nee, ich glaube, wir müssen da hinten weiter. Okay. Wie gesagt, hat ein bisschen was von Final Fantasy, ein bisschen was von, keine Ahnung, Resident Evil. Bunter Mischmasch, wie auch der zweite Teil. Ich glaube, wir müssen hier diese Treppe hoch. Oder? Die Kamera schwingt so mit, das ist voll gut, das ist so cool, oder? Nee, Quatsch. Oder ist da oben was? Moment. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nur aus einem Let's Play. Wie gesagt, ich habe es selber noch nie gespielt. Und ja, deshalb kann sein, dass ich hier und da was vergesse. Aber nicht schlimm, Leute. Das macht trotzdem schon so viel Spaß. Okay, ich denke mal, ich muss hier hinten durch, oder? Geht's hier hinten raus? Nee, wo war das denn jetzt, hä? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Moment. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Sagt mal. Ist das hier oder was? Hier hinten? Nein, nicht wieder hoch. Ach, verdammt. Ja, man muss nichts drücken, um hoch oder runter zu gehen. Das ist sehr interessant. Die Frage ist halt, wo muss ich jetzt hin? Das habe ich schon wieder vergessen. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht hier? Keine Ahnung. Hier oder so? Nee. Hä, Leute? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Okay. Ja, die Kamera schwingt wieder mit. Muss ich hier hinten rein? Nee, die ist nach links gerannt. Moment, die ist nach links gerannt, ne? Hä, jetzt bin ich schon verwirrt. Shit. Jetzt bin ich schon verwirrt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Leute. Also wirklich, ist da hinten vielleicht ein Loch oder so? Hä? Ich bin gerade total verwirrt. Oh mein Gott, wenn ich selbst das schon nicht hinkriege. War das nicht hier hinten? Moment, ich gehe nochmal kurz hoch. Es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber ja, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier komisch gerade. Ne, hier ist nichts. Hier oben ist nix. Nee. Die ist auf jeden Fall nach links geflogen. Da hänge ich schon nach der ersten Szene. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Ja, egal, Leute. Ich gehe nochmal hier raus. Mal gucken. Ich gehe nochmal hier raus. Und guck einfach mal, was hier so Sache ist. So. Ob da draußen immer noch nur die Leichen rumliegen oder... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich erstmal hier raus. Ah, hier hätte man auch durch können, ne? Aber, ja, ist egal. Ich glaube, da liegen keine Secrets drin. Nee, nee. Wieder hier raus? Nee, sie... Da. Sagt sie jetzt was dazu? Nö. Okay. Interessant, Leute. Verdammt interessant. Hier draußen ist auch nichts, ne? Verdammt! Shit. Egal. Dann muss es hier drinne sein. So, geh wieder rein, Eier. Oh Mann. Nee, auf jeden Fall, ja. Freut mich, dass ihr noch dabei seid. Indem wir jetzt hier hoffentlich die Frau finden. So, ist vielleicht hier raus? Nee, hä? Okay, ich bin grad... Hä? Das war doch hier irgendwo. Leute, verarscht mich nicht. Das war doch hier. Oder, hä? Das verstehe ich jetzt. Ach, da oben. Seht ihr diese rote Tür da oben? Ja. Ich habe sie natürlich nicht gesehen, ey, ich Idiot.
Hier oben ist eine Tür, oder was, ne? Oder... Ja, seht ihr, ich hab's nicht geblickt. Alles klar. So, Leute, dann kommen wir noch zu einem Element des Spiels hier. Hier, Kiste, Leute. Wir haben eine Kiste hier. Was haben wir denn da drin? Medizin 1, genau, Leute. Restores 45 HP. Oh, was haben wir hier? I know she's down there. Sie ist wohl da unten, okay. Oh. Police. Sounds like my backups arrived. Verstärkung gekriegt. Nee, erstmal hier runter. Ich glaube, das war hier. Ja, ja. So, oh. Mädchen. Are you alone? It's dangerous here. You should go. Du sollst abhauen. Ja, genau. Gruselmädchen. Klar. Und sie verschwindet im Nichts. Verdammt interessant. That girl, it couldn't be. Das kann doch nicht sein. Oh, Musik. Was zum... Let's see, there are iron rings on the side. Ach so, nee, dann, nee, nee, nicht da hoch. Ah ja, nee, nee, geh lieber nicht da hoch. So. Ach, dann macht sie es automatisch, alles gleich, verstehe. Nee, hier ist dann also nix. Okay, gut. Ich will alles erkunden, wie gesagt. Mysteriöse Mucke, ja? So, Leute, dann sind wir jetzt hier in einem neuen Gang. Ich glaube, da kriegen wir gleich unseren ersten... Was? Die ist zu, ne? Geh da nochmal hin? Zu, ja. Okay. Ich hab's wieder nicht gelesen, aber ist egal. Gut, dann würde ich sagen... Auch zu? Was, wie sieht's mit der hier aus? Türchen hier? Auch zu. Alles zu? Okay. Oh. Genau, Leute. Oh, Cutscene. Das sah doch mal krass aus, oder, Leute? Ja, komm, hier, X. Komm, zweimal draufschießen. So. Ich muss auch keine Taste gedrückt haben. Aua. Seht ihr das? Da haben wir zum ersten Mal Schaden gekriegt hier. Und draufschießen. Los. Das war eine Ratte, genau. Und ja, Leute, nach jedem Kampf kriegen wir so eine Übersicht. 2 EXP. Und wir haben Ammo bekommen. Munition. Alles klar. Also nach dem Kampf kriegen wir auch immer Items. Ja, Leute, das sah doch mal interessant aus mit der Ratte, ne? Jesus, did Eve do that thing to the rat? What is going on here? Ja, sie fragt sich, was hier abgeht. Das frage ich mich auch. So, Leute. Ja, die Ratte, die war... Die hat sich verwandelt und... Ja. Sie hat sich mutiert, wie genau wie im Parasite Eve 2, die Leute, ne? Hat hier wohl was damit zu tun. So, die Schränke hier, Leute, die können wir aufmachen. Da ist aber nichts drin. Haben wir hier den nächsten Schrank? Hier ist auch nichts drin. Ah! Oh mein Gott, der lebt noch. Hier, der lebt noch, guck mal. You're still alive. Hold on. Let me call the paramedics. Melissa. She's a monster. Don't try to talk now. Melissa? Melissa? You mean the main actress? She's probably got to send to... You'll have to stop her. Also man muss die Hauptdarstellerin stoppen. No, please, wake up. Hang in there. Und er ist tot. Oder sie ist tot. Ja. Also man muss die Hauptdarstellerin, ja, stoppen. Ja, definitiv. Also was die da angerichtet hat, das war ja schon krass, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und natürlich ist nur im letzten Schrank. Ah, Medizin. Seht ihr?
Da war Medizin drin in dem Schrank. Sehr interessant. Warum haben die hier Medizin? Gibt es hier noch irgendwas? Ich komme hier nicht raus wegen dieser Leiche. Die kann nicht da drüber laufen, okay. Ja, wie gesagt, also Parasite Eve 1, meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so zum Laufen kriege, aber es läuft halt. Gut, das ist zwar verpixelt, aber das ist halt ein altes Spiel, ne? Was will man da erwarten? Oh! Ah, hier, take everything. It's all on the counter. Der will, dass wir alles nehmen. Don't scare me. I'm with the NYPD. Wird sie erschreckt. You're the one who scared me, lady. I was just getting ready. You know, only stuff are allowed in here. There was an incident here. You'll have to evacuate. What? You're kidding, right? Hey, I'm not dying here tonight. See ya. Ja, der haut ab. Hat sich jetzt nicht so doll angehört, muss ich sagen. Na, warum ist er auch da rausgelaufen? Warum ist er nicht bei uns geblieben? Naja, gut. Gucken wir uns erstmal so cool, wie wir sind hier die Schränke an. Hier gibt's aber... Hier gibt's, glaube ich, eine Sache drin. Oder? Moment, war hier gar nichts? Doch, Munition. Seht ihr, 6 Schuss. Ich kann euch schon mal sagen, Munition wird in diesem Spiel kein Problem. Definitiv nicht. Werdet ihr später sehen, was ich meine. So, hier ist aber nichts mehr, ne? Nichts, was blinkt oder so? Nee. Okay, dann gehen wir wieder raus, Haya. Ja, wie ihr merkt, das sind alles verschiedene Bilder, in denen man sich so frei bewegen kann. Das ist verdammt interessant. Das ist verschlossen. Das ist auch verschlossen. Was haben wir denn hier? Können wir hier rein? Hier können wir rein. Okay. Angenehm, dass man nicht immer X drücken muss, ne? Oha. Was ist denn mit dem hier? Okay, da sagt sie gar nichts zu. Was? Okay. Oh! Was? Boah, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Ah, Leute, das hier sind Telefone. Telefone in diesem Spiel? Speicherpunkt. Ihr erinnert euch an den zweiten Teil, ne? I'd better notify the department about what happened here. Save your progress, ganz genau, Leute. Aber ich arbeite nach wie vor mit Save States. Hier gibt es leider keine Telefongespräche. So, unused file. Saving. On. Perfekt. 21 Minuten. Stimmt die Zeit? Ja, kann schon hinkommen. Inklusive Cutscenes und alles. Hier ist noch eine Box dahinter. Seht ihr? Die sind gerne versteckt, die Sachen hier. Medizin. Sehr gut. Drop an item hier. Ah, hier kann man Sachen liegen lassen, Leute, in den Boxen. Moment, vielleicht kann ich ja den... Ah, den kann ich nicht. Schade. Ihr seht, wir sind fast voll mit dem Inventar. Das kann man... Glaube ich, wenn man... Moment, war das nicht hier? Use PE, Leute, schaut mal, wir können... Stimmt, das habe ich euch ja gar nicht gezeigt, ne? PE, das ist unsere Magie. Und wir könnten uns jetzt hier mit Heal One... Mit der PE, die wir unten rechts sehen... Das ist so ein Balken, der wird grün... Und das würde jetzt ein Dreiviertel Balken kosten, uns mit für 30 Hitpoints zu heilen. Allerdings ist das sinnlos. Ich heile mich doch nicht für 4 Hitpoints. So, wie ihr seht, wir haben hier unsere Items, aber da sind wir fast voll. Weapon und Armor haben wir noch nicht bekriegt. Okay. Nee, ich will nichts. Ah, hier war, glaube ich, was... hier war, glaube ich, ein Secret oder so, oder? Moment. War hier nicht eine Sache drin? Das ist gerade... Ah, schaut mal da. What's this key? Theaterschlüssel. Okay. Ah, damit können wir jetzt in die anderen Räume rein. Ich verstehe, Leute. Alles klar, gut, dass wir den angeklickt haben. Gut, dass wir den angeklickt haben. Das ist aber nach wie vor verschlossen. Gut, dann gehen wir mal hier rechts rein. Unlock the door mit dem Theater-Key. Ganz genau, Leute. Oh, Papagei. Hallo, Papagei. Du guckst mich an. Oh, na toll. Na super. Natürlich verwandelt er sich, ey.
Ich glaube, der hat gesagt, help, help, hot, hot oder so, ne? Ach, verdammt. Oh, Leute. Komm, schieß ihn ab. Und zwei Schuss, ja, okay. Und wir haben ein Level up, Leute. Schaut mal. Wir haben jetzt Offense 2, Defense 2. Also wir haben eigentlich alles hochgelevelt, außer die Active Time. Verdammt interessant, Leute. Und, ja. Die Active Time, das ist, bis der, glaube ich, bis der Balken wieder voll wird. Kann das sein? Munition. Sehr gut. Ja, ja, der Vogel hier, der hat gesagt, help, help, hot, hot. Ganz genau. Der hat sich nämlich heiß gefühlt und deswegen hat er sich verwandelt, ja. Genau. Das habe ich irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das aus Versehen weggedrückt habe, aber gut. Gehen wir einfach mal weiter. Auch hier unlocked. So, wir haben noch 10 Minuten. Da kriegen wir diesen Bereich hier, glaube ich, sogar noch fertig. Oder sogar diesen Dungeon. Nennt man, glaube ich, Dungeon, ne? So, 6 Munition bekommen. Schon mal gut. Ah, hier ist, glaube ich, das Tagebuch, ne? Hier ist, glaube ich, das Tagebuch. Wenn wir hier hingehen, können wir uns erstmal schön im Spiegel anschauen. Schaut mal. Sieht schon hübsch aus, die junge Dame. Und hier. Hier ist doch ein Buch, ganz genau. Diary? Tagebuch? Okay, dann lesen wir das mal. 3. November, Montag. The Christmas show is set, this has been my dream. Also da ist eine Weihnachtsfeier und das war ihr Traum. The main actress has a solo concert at the theater in Central Park. Die Hauptschauspielerin hat also ein Solokonzert. I took all the medication to get here. I have to get the lead part. Okay, sie hat Medizin genommen und sie will die Hauptrolle haben, okay. I'll even sell my soul to the devil if I have to. Sie will ihre Seele zur Not am Teufel verkaufen. Mhm. Krass. Gut, dann blättern wir weiter. Oh. Die Musik ändert sich hier. November 17, Montag. The cast was announced and Suzanne and I are double cast. Also sie teilt sich die Rolle mit einer Suzanne. I want to play the part alone, but everyone knows she's good. Sie will also alleine spielen. 21. November, Freitag. I think I'm overdoing it. My body's getting hotter than ever for some reason. I'd better take more medicine. Sie fühlt sich also warm, okay. I collapsed today, am 6. Dezember. Okay, kollabiert. I lost consciousness after my body got hot. Ist jetzt Bewusstsein verloren. I don't care if I die, I just want to get through this show. Die will einfach die Show machen, okay. December 10, Mittwoch, I passed out again. Schon wieder zusammengebrochen. Oha. They told me to go to the doctor and get some rest. Ja, zum Arzt gehen und dich ausruhen, das wäre am besten, junge Lady. If this continues, Suzanne will definitely take my part. Ja, wenn es so weitergeht, dann kriegt Suzanne die Hauptrolle. I need to get better. I'd better take a lot of medication tonight. Also ich will wieder viel Medizin nehmen. 11. Dezember, Donnerstag. Suzanne was burned in an apartment fire. Suzanne ist also, die Konkurrentin ist also in einem Feuer abgebrannt. Is it because I wanted the part so bad? God forgive me. Also jetzt macht sie sich Vorwürfe hier, dass sie die Rolle so sehr wollte, ja. 17. Dezember, Mittwoch. It looks like I'll be the lead. Also sie hat die Hauptrolle. I'd better take more medication and work it. Sie will noch mehr Medizin nehmen. Was ist mit dir los, junge Frau? December 23, Dienstag, Opening Night. Everything went smoothly. Die Eröffnungsnacht. Tomorrow's Christmas Eve. We should have the biggest crowd of the season. Ja, morgen ist Weihnachten. And I have the solo concert the next day at the park. Ein Solo-Konzert also für sie. But I'm not feeling well. I'd better shape up if I want to get through this. Die fühlt sich also nicht gut. I'd better take more medication. Mehr Medizin. For what? Why? Why is she taking so much? She must have a drug problem. Drogenproblem. Ja, das kann man vermuten. Noch ein Schlüssel. Okay. Rehearse Key.
Der ist für die Tür da hinten, Leute. Verdammt interessante Story, ne? Also, diese Melissa wollte unbedingt die Hauptrolle haben und ging dafür über Leichen. Meine Güte, das ist ja schon... Waren wir hier überall eigentlich? Hier waren wir schon, ja. Oder? Moment. Ja, ja, hier waren wir schon. Ja, wir müssen zum Schluss da oben rein. Das weiß ich noch, aber ich würde mir ganz gerne nochmal hier die anderen Zimmer angucken. Hier war doch noch so ein großes Zimmer. Moment. Moment, ich kann mich da noch an irgendwas erinnern. Oh, noch ein Gegner. Ja. Ah, okay. Zwei Ratten. Okay. Gut, dann warte mal ab, bis du dran bist. Ah ja, und weich mal erstmal aus. So. Dann drauf da. Los. Und ausweichen. Sehr schön. Lieber keine Schaden kassieren. Perfekt. Den Kampf haben wir auch schon geschafft. Und 12 Ammo. Also wie gesagt, wir haben 6 Ammo-Schuss gebraucht und wir kriegen 12 wieder. Also das ist schon großzügig, muss ich sagen. Großzügig vom Spiel. Na, jetzt bin ich hier wieder drin, okay. Kommen die Gegner jetzt nochmal? Also ich weiß nicht, also die Gegner hier, die sind, glaube ich, ja, die kommen eine gewisse Zeit lang nochmal. Können wir jetzt nochmal diesen Kampf hier wiederholen. Aber dann level ich halt. Das ist, ja, Level-System. So, 2 Schuss. Und die hier auch nochmal so. Und zack. Und 1 Schuss sogar. Level up. Seht ihr das? Wir leveln uns weiter hoch. Item Capacity. Wir haben jetzt zum Beispiel mehr Platz im Inventar. Zeige ich euch. Use Item. Seht ihr das hier? Das hat eben hier geendet. Jetzt haben wir hier schon 2 Plätze mehr durch unsere Levelei. Ganz genau, Leute. Oh. Was ist denn mit dem jungen Mann hier? Der lag aber auch gleich... Ah, das ist bestimmt der Clown, ne? So. Haben wir hier irgendwas? It's that clown from the dancing room. Ja. Natürlich ist das der Clown. Sagt sie noch irgendwas? Ah, okay, nee. Hier sagt sie nur einmal was. Okay, ich verstehe. Ja, der Clown, der hat es nicht geschafft. Wie auch. Genau, hier waren wir noch nicht drin. So, dann schauen wir doch einfach mal, was wir hier haben. Ah, hier war dieser Raum, genau. Hier unten war, glaube ich... Genau, hier ist eine Kiste, Leute. Da ist eine Kiste. Was ist da drin? Medizin. Sehr schön. Wir kriegen ja voll viel Medizin, ne? Merke ich gerade, aber... Ja, nicht schlimm. So, ansonsten ist hier nichts. Oh, doch, ein Gegner. Okay. Oh, 2 Ratten und ein Vogel. Okay, wow. Verdammt interessant. Okay, mach die Ratte zuerst und weich aus. Oh Gott. So, Leute. Weiter geht's. Und hier... Ah, so. Meine PI kann ich ja auch benutzen, ne? Theoretisch. Aber... Moment. Da zeige ich euch einfach mal. Mach mal PI, Eier. Das ist nämlich ein Zauber. Schaut mal. Zack. Und wir haben jetzt wieder volles Leben, Leute. Ganz... Oh! Ganz genau. Und wie ihr seht, der PI-Balken lädt sich im Laufe des Kampfs auf. Aber den haben wir schon gar nicht mehr gebraucht. Oh. Ja gut, dann... dann würde ich sagen, das hier kannst du bitte benutzen. Kannst du das benutzen oder musst du das wegschmeißen? So. Ah, schade, muss ich wegschmeißen. Ja gut, komm. Die Medizin muss ich schon wegschmeißen, weil wir schon vom Inventar her voll sind. Aber ihr seht, interessantes Kampfsystem und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also das Spiel ist wirklich mega geil. Eins auch meiner Lieblingsspiele. Zumindest der zweite Teil, der erste Teil aber auch. Was ich Teil im Let's Play gesehen habe, ja. Dann waren wir, glaube ich, überall, ne? Waren wir hier schon? Ah, okay, hier waren wir auch noch nicht, ne? Aufpassen, ja? Dass wir nichts übersehen hier. So, haben wir hier irgendwas Blinkendes? Weil ich glaube, Items, Leute, die blinken hier. Genau, oh, was haben wir hier? Hier ist, glaube ich, so ein... Ah, ja, genau. That's odd. This wall seems like it's about to crumble. Also, die Wand ist zusammengebrochen, ja. Seht ihr das? Und sie krabbelt dadurch mit ihrem Kleid. Das ist so cool. Manche Animationen hier sind so cool gemacht. Wirklich.
Ja, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen. Ich bin im Moment ein bisschen verschnupft. Inventar ist voll. Ja, super. Was gibt's denn da? Schaut mal da. Das ist eine neue Rüstung, Leute. Eine neue Weste. Die gucken wir uns doch direkt mal an. Was hat die denn für uns, was da besser ist? Oh. Ja, schaut mal. Der Verteidigungswert geht hoch. Der EP-Energiewert geht auch hoch. Und der Critical Chance. Also es gibt auch kritische Treffer hier. Er geht auch hoch. Ja, würde ich sagen, nimm. Zieh die an und lass dafür die, hier, die N-Weste da. Nimm die Medizin 1 wieder mit. Sehr cool. Also, wir haben eine neue Weste bekommen. Hm? So sieht's also aus. So, erste Part. Das, kann ich hier nicht mehr raus? Doch. Okay. Ich würde sagen, ich mache die Folge jetzt auch gleich schon mal zu Ende. Oh, was ist denn hier Offensichtliches hier? Schaut mal hier. Da auch noch eine Kiste. Auch wieder Inventar voll. Was haben wir hier? Offense plus 1, Leute. Das ist gut. Das zeige ich euch auch. Offense plus 1 ist, das macht unseren Angriffswert. Auf dieser Waffe. Schaut mal da rechts. Plus 3. Das macht also den Wert von 12 plus 2 auf 12 plus 3. Also ziehen wir 15 ab. So, wir können also hier die Waffen auch upgraden, Leute. Und das ist doch mal mega interessantes System. Wir können die Waffen upgraden, wir können die Rüstung upgraden mit Plus-Items, die wir finden. Und das ist doch mal mega genial, Leute. Das Spiel lässt einem so viele Freiheiten. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben die Dreiviertelstunde erreicht. Bevor wir da gleich in die Tür da reingehen, würde ich sagen, mache ich hier nochmal einen Schnitt. Und dann würde ich sagen, jo Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Parasite Eve 1. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.